Hallöchen, da sind wir schon wieder in Watch Dogs, der nächsten Folge. Jetzt direkt mal ganz am Anfang die kleine süße Frage an euch. Mögt ihr die Folgen eigentlich, die ich aufnehme oder nicht? Und noch viel, viel wichtiger als diese Frage ist, soll ich das Ganze jetzt im Englischen eigentlich weitermachen zukünftig bei meinen Let's Plays oder doch eher im Deutschen spielen? Hier ist es ja so, ich benutze den deutschen Untertitel, damit alle was davon haben. Und die Frage, die sich mir halt einfach stellt, von wegen ist, sagen wir es anders, ich würde es machen. Ich würde auch wieder auf Deutsch zurückstellen, wenn es euch echt nervt, aber dann müsst ihr damit leben, dass ich ziemlich motzen werde, wenn die, sag ich mal, die, ja, wer bestehen du? Dann will ich aussteigen, toll. Wenn die Sprachausgabe wieder so beschissen ist, dass ich mich dann leider vor die Tür stellen muss und weinen. Naja, wie auch sei. Ich glaube, ich laufe jetzt hier einfach mal. Ich muss ja da hinten hin. Also eins in die Comments schreiben, einfach reinschreiben. Ja, ich werde ja wohl des Schreibens mächtig sein. Ihr guckt jetzt gerade dieses Video an. Finde ich schon super gut. Ist so eine Seltenheit bei uns. Unser Channel ist jetzt nicht so großartig, sag ich mal, bekannt, leider Gottes. Woran das liegt, ist relativ einfach. Die Großen haben einfach auch Kohle an der Hand. Und ich muss erstmal kurz telefonieren. Nicht? Scheiße. Okay. Das ist scheiße. Ja, eine Sneak-Mission. Meine absolute Präferenz. Nicht. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie ich das hinkriege hier. Hier kann ich auch schon mal hin sneaken. Zack, an die Wand mit mir. Popo an die Wand quasi. Nee, also die Großen haben ein bisschen mehr Geld an der Seite. Wir arbeiten zwar super gerne und super gut zusammen mit den guten Steam-Gamern. Wir sind ja quasi ein Teil davon. Aber das alleine reicht halt nicht. So, jetzt müssen wir gucken, wie komme ich hier weiter. Ich finde es schon ziemlich cool. Ist jetzt hat ein bisschen was von Sam Fisher hier wieder. Jetzt mal gucken, ob ich hier vielleicht hochkomme. Also rüber komme ich schon nicht. Da kommen wir auch nicht rein. Und die Kameraeinstellung, ja, ich weiß, ist ein bisschen nervig. Kann ich jetzt gerade leider nichts gegen machen. Muss mal gucken, wie ich da reinkomme. Ist für mich natürlich jetzt auch Neuland. Da wieder schöne Hashtag Neuland. Nochmal zum Punkt zurück. Ich würde auch sehr gerne viel mehr machen. Mehr auch als nur Let's Plays. Ist nur sehr zeitintensiv. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der sich bei uns mal meldet, von wegen der sehr gerne Videos schnibbelt und Szenen zusammen kaspert. Denn produktionstechnisch sind wir ziemlich gut drauf. Es ist nur so, dass ich zeittechnisch und auch, ja, sag mal so, ich muss auch Let's Plays nicht mehr noch machen, all das. Ich brauche echt mal, glaube ich, einen Praktikanten oder so zum Dreh rum. Oder einen Auftragsmörder. Ihr wisst, was ich meine. Wie dem auch sei. Wir haben uns gucken, dass wir hier reinschleichen können. Grafik wäre auch nicht schlecht. Ah, da oben ist die Kamera. Jetzt gucken wir uns erstmal die Kamera an. Das sieht ja schon besser aus. Also, wegen Drogenbesitz ist verhaftet. Verdient aber fast 100.000. Den kann ich sprengen. Problem ist, der geht dann in Lockdown. Das heißt, das bringt mir schon mal gar nichts. Da hinten muss ich hin. Jetzt nehmen wir die Kamera noch. Okay, das kann man nicht hacken, weil ist voll momentan. Oh, guck mal, da sind ganz viele Kameras. Auch eine zum Mitnehmen. Ehemaliger Marine. So, zack. Das Ding muss ich benutzen da unten, ja? Das da. Da muss ich also ran. Hä? Und ich muss leise vorwärts gehen. Geh mal her, Kamera. Entriegeln wir das Ding erstmal. So. Das war schon mal nicht schlecht. Jetzt komme ich irgendwo rein. Jetzt muss ich gucken, wo. Okay, hier ist eine Wache gerade dran. Sneaky, sneaky. Ich frage mich gerade, ob ich dir in den Kopf schießen kann von hier. Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, steht er eh da drin. Okay, dann sieht man wenigstens nicht. Das ist schon mal gut. Okay, das ist schon mal nicht entriegelt hier. Aber vielleicht das hintere irgendwo. Ah, das wird spannend, wenn ich hier versuche reinzukommen. Hat ein bisschen was von Shadowrun, muss ich gerade sagen. Ich glaube, schauen wir kurz den hier nochmal. Aber es war der nicht da. Okay, alles klar. Das ist der. Und dann ist die Richtung auch korrekt. Wir laufen jetzt mal ein bisschen schneller. Schön dunkel ist es momentan. Das gefällt mir auch ganz gut. Komm wahrscheinlich durch den Seiteneingang. Dann kann ich mir den jetzt auch gleich schnappen da. Kann sein, dass es mindestens eine Wiederholung dieses Spiels gibt, weil ich muss ja leise durch die Gegend hier schleichen. Das ist natürlich was anderes jetzt wieder als... Hier, Moment, kurz mal gucken. Der ist dahinter, ne? Gut, okay. Da komme ich auf jeden Fall jetzt rein. Der kommt wieder. Wieso hänge ich hier... Oh, das ist aber mit der Steuerung echt nicht gerade das Beste. Jetzt kann ich gucken, dass ich ihn hier anlocke. Mal kurz, das machen wir dann so, wenn er dann wieder um die Ecke kommt gleich. Vielleicht brauche ich es auch nicht, dann sammle ich es nachher wieder ein. Ich könnte jetzt auch versuchen,
Ich lasse was F. Hab dich. Alles klar. Takedown. Ah, hätte ich anlocken können. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Okay, du bist da noch am Weg. Ich muss gucken. Wie viel haben wir denn noch hier irgendwo? Hinten. Oh, shit. Ich sehe es gerade auf der Kamera. Mhm. Der hat ihn gesehen. Das ist nicht so gut. Nee, du hast mich nicht gesehen. Da ist nichts. Das ist lustig. Ach, das ist oben. Oder was? Ich verstehe es nicht ganz. Headshot. Das ist okay. Und der andere hat es nicht gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Noch muss ich das Spiel nicht neu spielen. Okay, guck mal kurz, ob ich den von hier... Ja, wahrscheinlich nicht. Jetzt kriege ich aber. So. Immer noch alles okay. Ich guck mal ganz kurz nochmal wegen oben. Weil hier oben wohl auch welche sind. Oder hier hinten zumindest. Nicht, dass ich jetzt gleich nochmal irgendwo eine schwere Überlast über links bekomme. Eine schwere Überraschung, würde ich sagen. Da hinten, der bleibt stationär stehen. Das ist gut. Der Rest bewegt sich anscheinend auch nicht mehr. Es ist der letzte hier gewesen. Der hier sich jetzt ausruht. Riskieren wir es? Wir riskieren es. Also. Wir hüpfen erstmal von der einen Deckung in die nächste. Und versuchen jetzt tatsächlich noch da drüben nicht entdeckt zu werden. So, noch ein bisschen Kohle. Jawohl. Jawohl, ja. Uploading, sehr schön. Gucken, dass wir mal hier wegkommen. Jetzt müssen wir den Chef wahrscheinlich gleich finden. Aber ich bin ganz schön angespannt, muss ich sagen. Also, es ist schon nicht schlecht gerade. Ich will mich nicht entdeckt werden nach Möglichkeit. Okay, jetzt muss ich dahin. Ich muss das Ding scannen. Das stimmt gerade, ich habe den Scanner überhaupt nicht an, merke ich gerade. Hier ist ganz schön was los. Also, es ist schon nicht so einfach. Vor allem, ich sehe die meisten Typen halt nicht. Das ist das nächste Problem. Ich muss definitiv gucken, dass ich mit Kameras hier arbeite. Okay, was haben wir denn hier noch? Du bist da hinten, das ist okay. Ah ja, okay, das ist ein Ablenkungsmanöver. Gut, das kann man ignorieren. Die Fensterläden. Hoch. Das ist schon mal gut gewesen. Denn als Schwachstelle heißt das, ich kann jetzt hier durchschießen quasi. Falsche Richtung. Aber ich könnte theoretisch da jetzt durchschießen, wenn ich das wollen würde. Sneak. Okay, hat funktioniert. Jetzt muss ich tatsächlich mal kurz hier raus. Muss tatsächlich dahin. Da ist auf jeden Fall auch einer drin. Ich glaube, in die Richtung guckt momentan keiner. Kann also tatsächlich versuchen, hier noch dran und dann ganz schnell Kopf runter. Jawohl. Da ist aber auch keiner drin, wie es aussieht. Komm mal rein. So, aktivieren. Ich mach mal kurz den. Ach, den Roller wieder runter. So. Ich muss das Ding aktivieren. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie den Linien weiter folgen, ja? Okay. Roller hoch. Das ist da oben. Alles klar, Kamera. Geht da lang. Geht da lang. Kamera. Jetzt muss ich sich nur mal umdrehen. Dann kann ich das Ding wahrscheinlich hacken. Ich frage, ob er sich umdreht. Das machen wir dadurch. Dann geht es vielleicht in die Richtung ganz kurz. Nee, tut er nicht. Er bleibt tatsächlich stehen, die Sau. Aber ich kann vielleicht die Kamera hier oben nochmal nutzen. So, drehen wir mal. Jetzt halt nochmal gucken. Also, ich muss. Da. Ja, das ist ein abgefangenes Audio-File. Ich muss da irgendwie rein zum Hacken. Nur der bewegt sich halt nicht. Ich kann da hoch. Ich kann da versuchen auszuschalten, tatsächlich. Die Frage ist natürlich jetzt, ob das jetzt Alarm auslöst, nachdem ich den Sprengstoff hier... Er schmeißt es natürlich genau zu seinem Typen hier. Lulz.
Okay, aber es hat keinen Alarm ausgelöst. Schon mal gut. Schon mal gut. Das war knapp, ich weiß. Ne, ist auch nichts hier. Und da hochzukommen, das geht. Ist ja nur noch einer, das weiß ich. Oh, es sind zwei tatsächlich. Machen wir langsam. Schmeiß es kurz halt in die Ecke. Ah, das hilft, glaube ich, nicht, oder? Scheiße. Aber Leute, lauft doch nicht so weit weg immer. Ich mach nochmal zwei. Erste. Und langsam machen. So. Na komm. Hab beide. Sehr schön. So. Kurz hier reingehen. Den Scheiß ausstellen. Hätte ich auch noch anlocken können. Oh, ich muss hier so. Seht ihr mal, da wäre ich niemals hingekommen. Das hätte ich, müsste ich definitiv so machen. Oh, ich kann ja was nehmen. Ist cool. Elektronische Teile. Wahrscheinlich zum Herstellen. Jetzt kann ich noch ein paar herstellen. So. Und dann müssen wir das zweite Kabel irgendwie hinkriegen. Das läuft in eine ganz andere Richtung. So, gucken, wo es lang geht. Ich jetzt einfach hier runterspringen können. Kann ich sogar. Ich bin ein bisschen beeilen. An die Wand. So, das andere geht in die andere Richtung. Klar. Wo noch sonst? Durch diese Tür? Hm. Nee, nicht ganz. Es geht da lang, okay. Das kann gefährlich werden hier. Ja, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier in die Ecke. Das ist halt wirklich durch die Kamera ein bisschen schwer. Ja. Kann ich aber auch locken. Moment. Warten. Jetzt. Da ist er. Langsam machen. Sechser. Experte für Bombenentschärfung. Ja, es ist jetzt hier an der Stelle, in der ich jetzt bin, nicht ungefährlich, glaube ich, entdeckt zu werden. Mal gucken, ich muss ja hier außen rum eigentlich. So, gucken. Da hinten, okay, da ist er natürlich jetzt weg, das ist schon mal ganz gut. Schleichen uns noch ein bisschen vor. Sneaky, sneaky. So, da sind also die anderen. Nehmen wir kurz die Kamera in Beschlag. Schauen wir jetzt mal für das obere Seite an. Okay, dann haben wir den hier mit Kamera. Den können wir hier vielleicht hinten ein bisschen ablenken. Da ist noch einer, aber der läuft auch gerade weg. Nimmt Antidepressiva, schön. Jetzt läuft aber gerade weg, jetzt kann ich definitiv durchlaufen, das ist gut. Alles gut. Hoch will ich nicht, ich will das nur entriegeln. So, finden, wir können jetzt dringend sie unbemerkt in Blooms Netzwerk ein. Das ist natürlich jetzt wieder eine Hack-Geschichte mit absoluter Wahrscheinlichkeit. Hier ist so alles relativ frei. Genau, jetzt muss ich hacken. Dann werde ich mich jetzt erstmal natürlich direkt hier dran pflanzen. Zumindest hier dran. Und jetzt darf ich wieder hacken. So, schauen wir uns das mal kurz an. Da muss ich rein. Ne, da fange ich an. Okay. Und rein muss ich da. Ich muss also drei machen. Hier ist kein Alarm. Das heißt, hier habe ich noch relativ leichtes Spiel. So, da ist offen. Er ist auch offen. Moment, dann muss man gucken, dass ich hier noch ein bisschen Strom weiterleite in die Mitte. Zack, ist auch offen. So. Und mir fehlt immer noch einer. Warum auch immer noch einer fehlt. Wahrscheinlich deswegen. Jetzt müsste er offen sein, ne? Ja. Eins tiefer. Jetzt haben wir einen Alarm mit drin, sobald ich den bewege. Kurz mal überlegen, ich kann zuerst den hier mal bewegen. Halt, das war schon ganz gut. Zack. So. Okay, ich sehe schon. Ist der aber auch offen.
Und... okay, hinten muss ich noch einen machen. Das heißt, scheiße. Moment. Mal kurz deaktivieren. Den muss ich auch noch öffnen vorher. Offen. Wieder drehen. Damit er in die Richtung geht. Die Richtung geht... die Richtung... ist... ja, ja. Ach, den müssen wir auch öffnen hier. Scheiße. Den hier noch öffnen. So. Die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Gotcha. Bin drin. Ohne auch nur einmal wiederholen zu müssen, das Ganze. Okay. Wir machen nochmal ein ganz kleines Verschnaufpäuschen, damit ihr noch ein bisschen mehr Spannung im nächsten Teil habt. Und dann geht's direkt weiter.